Guten Morgen. Herzlich willkommen zum literarischen Adventskalender des unrasierten Apostels der Liebe. Ich lese aus verschiedenen Bibelleseplänen der YouVersion Bible App vor. Und irgendwie hat mich das gestern doch nicht losgelassen mit der jungen Maria. Und ich will noch einmal bei Maria bleiben. Und ich lese uns zunächst aus dem Lukas-Evangelium, Lukas 1, 46 bis 50 vor. Da begann Maria, Gott zu loben. Von ganzem Herzen preise ich den Herrn. Ich freue mich über Gott, meinen Retter. Mir, seiner Dienerin, hat er Beachtung geschenkt. Und das, obwohl ich gering und unbedeutend bin. Von jetzt an und zu allen Zeiten wird man mich glücklich preisen, denn Gott hat große Dinge an mir getan, er, der mächtig und heilig ist. Seine Barmherzigkeit bleibt für immer und ewig. Sie gilt allen Menschen, die in Ehrfurcht vor ihm leben. Dabei hatte Maria doch allen Grund, ängstlich zu sein. Sie war jung, wie gesagt, 14, 15 Jahre alt. Sie war verlobt und nun wurde ihr gesagt, sie würde schwanger werden. Und als ob das noch nicht genug war, wurde ihr diese Nachricht auch noch von einem Engel gebracht. Genau, du weißt schon, diese geistlichen Wesen, die dazu neigen, Menschen zu erschrecken. Wir können nur erahnen, was Maria durch den Kopf gegangen sein muss, als sie diese Nachricht verarbeiten musste. Würde ihre Familie sie verstoßen? Würden die Leute in der Stadt Vermutungen anstellen und ablästern? Würde Josef irgendetwas davon glauben? Würde sie abgelehnt werden, verunglimpft oder gar noch schlimmer? Aber der Gedanke, für den Maria sich entschied, war nicht einer der Angst, sondern einer des Vertrauens, des Glaubens. Ich will mich dem Herrn ganz zur Verfügung stellen. Alles soll so geschehen, wie du es mir gesagt hast. Später, als Maria ihre Cousine Elisabeth besucht, sagt diese über Maria: Wie glücklich kannst du dich schätzen, weil du geglaubt hast, weil du vertraut hast. Was der Herr dir angekündigt hat, das wird auch geschehen. Es wäre doch schön, wenn wir sagen könnten, dass unsere natürliche Antwort auf Angst immer so wie die von Maria ist. Ein Loblied und hoffnungsvolle Erwartung. Aber lass uns ehrlich sein, die Angst schleicht sich doch in unsere Gedanken und Seelen wie dunkle und langsam aufziehende Wolken vor einem Sturm. Wie reagierst du eigentlich? Mit Rückzug oder mit Abschotten, die Angst in den Knochen stecken lassen und sich endlos was wäre, wenn Fragen stellen? Lass uns darum heute Morgen einmal auf Marias Antwort schauen. Nachdem sie Elisabeth besucht hatte, wandte sie sich in dem Lobgesang, welches wir als Magnificat, meine Seele preist den Herrn, kennen, Gott zu. Dann finden wir einige Dinge, die hilfreich sind, um in der Hoffnung verankert zu werden, wenn man von Angst gerade bedrängt wird. Maria begann mit Lobpreis. Im gesamten Lobgesang geht es darum, dass Gottes Herrlichkeit besungen wird. Und obwohl Maria wahrscheinlich sehr viele Fragen hatte, was es heißt, den Retter der Welt zu gebären, reagierte sie mit Freude statt mit Sorge. Maria erinnerte sich an ihre Rolle in Gottes Geschichte. In Vers 48 sagte Maria: Mir, seiner Dienerin, hat er Beachtung geschenkt und das, obwohl ich gering und unbedeutend bin. Von jetzt an und zu allen Zeiten wird man mich glücklich preisen. Maria wusste, dass Gott alles unter Kontrolle hat. Er war derjenige, der sie erschaffen und ermächtigt hatte. Sie war seine Schöpfung und diese Erinnerung befähigte Maria dazu, sich auf die Wahrheit zu konzentrieren, wer sie war und wer sie ist. Maria erinnerte sich an Gottes Güte und Gerechtigkeit.
Maria dachte nicht nur über die Segnungen, die ihr zuteil geworden waren nach, oder die Verheißungen, die er Israel gegeben hatte. Sie dachte auch daran, wie Gott falsche Dinge wieder richtig und in Ordnung stellen würde, in den Versen 51 bis 53. Maria vertrieb also ihre Angst mit Lobpreis. Sie legte Verunsicherung beiseite, indem sie an Gottes Wahrhaftigkeit und ihre Rolle in seiner Geschichte dachte. Sie schaute über all die Bedenken hinweg, die Ablehnungen, die Lästerei und erinnerte sich stattdessen daran, dass sie einem Gott der Gerechtigkeit diente. Deshalb konnte Maria hoffen. Und du kannst das auch. Vielleicht nimmst du dir folgende Fragen für heute einmal vor und denkst darüber nach. Wann hast du dich einmal von Angst überwältigt gefühlt? Und wie hast du darauf reagiert? Dann, welche Gefühle hatte Maria wohl, als der Engel ihr die Nachricht überbrachte? Stell dir einfach mal vor, ein Engel würde jetzt in diesem Augenblick in deinem Zimmer auftauchen, da wo du gerade bist, und würde dir eine Nachricht von Gott überbringen. Wie würdest du reagieren? Und schließlich die dritte Frage: Wie kann Marias Antwort auf Gottes Botschaft dich dieses Weihnachten ermutigen? Dieses spezielle Weihnachten 2021. Wie könnte dich Marias Antwort in diesem Jahr ermutigen? Damit wünsche ich dir einen wunderbaren Tag und freue mich drauf, morgen das nächste Türchen der Hoffnung mit dir öffnen zu dürfen. Und proste dir zu mit einem wunderbaren Kaffee. Ah.